Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ihr fragt euch gerade, was ich hier gerade mache. Hä, warum falsche Richtung? Ich bin noch richtig. Hä? Ja, ich spiele gerade ein Rennen mit mir allein übrigens. Weil keiner mit mir zocken wollte und ich verkacke es trotzdem. Ey, komm, ich will in diesen Tunnel ver... Okay, schaffe ich eh nicht mehr. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass jetzt in der letzten Zeit keine Let's Plays mehr kamen. Das lag einfach daran, ich hatte eigentlich vor, mal was anderes zu machen. Also trotzdem halt GTA zu zocken, aber warum ist das so eine komische Kamera? Ach so, jetzt, Mann, ey, wollte ich doch gar nicht, habe ich doch gar nicht gedrückt. Und zwar zocke ich eigentlich jeden Abend mit meinem Bruder und seinen Kollegen. Und wir haben dann auch so eine Party offen, wo wir halt miteinander reden. Für Leute, die das nicht wissen, was das ist. Ja. Da spricht man über der PS4 drüber. Auf jeden Fall, halt jeden Abend. Und wir zocken immer diese Spiele, also dieses Rennen, was ich gerade mache. Solche Sachen machen wir immer. Und das ist so witzig, ne? Und keiner wollte gerade mit mir spielen. Deswegen muss ich jetzt alleine mit mir spielen. Ich bin ein Einzelgänger. Deswegen. Aber naja, Einzelgänger. Immer besser. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt cool und wollte so, ne? So reimen, so rappen, ne? Und dann, naja, war nicht witzig. Auf jeden Fall hat das nicht so ganz geklappt, weil man braucht irgendwie ein Mikrofon und man braucht dies und man braucht das. Und ja, natürlich hat Elia nicht immer alles zu Hause. Muss ich halt immer alles noch besorgen. Aber ist ja kein Problem. Das mache ich noch. Wenn ihr die Idee auf jeden Fall auch nice findet, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, damit ich das auch weiß, ne? Irgendwie komme ich mir gerade richtig dumm vor, weil ich hier gerade mit einer Brille sitze. Apropos Brille. Viele haben mich gefragt, ob ich die Brille einfach so trage. Nein. Die Brille habe ich schon länger. Also ich trage schon eigentlich Brille. Trage ich schon seitdem ich in der Grundschule bin. Aber ich habe sie nie getragen. Warum auch? Weil ich Brillen hasse. Jetzt gerade habe ich auch meine auf. Auf jeden Fall, ja. Ich trage schon eigentlich sehr lange Brille, aber trage sie trotzdem nicht, obwohl ich es muss. Und ich sehe wirklich gar nichts ohne Brille. Also was heißt gar nichts, aber ich sehe halt verschwommen und ich muss jetzt... Also ich habe jetzt vor 2 Tagen habe ich neue Gläser bekommen. Die haben die mir dann eingesetzt. Und ja, weil ich halt meinen Führerschein mache, also meine Prüfung steht jetzt bald an und ich darf halt nicht fahren ohne Brille, ne? Ist auch ein bisschen gefährlich. Sondern meine Stärke, also meine alten Gläser, waren halt gar nicht bestimmt für mein Äuglein. Zum Beispiel, ich hatte auf der rechten Seite hatte ich nur Glas eingesetzt, also ohne Stärke. Und die sind so behindert, ne? Dann war ich halt beim Optiker, hab das nochmal checken lassen und ich bin einfach mit Brille durchgefallen. Überlegt euch das mal, ich bin mit Brille durchgefallen, ich sehe gar nichts. So krank. Und dann wurde festgestellt, dass auf meinem rechten Auge ich eine Stärke von -1,25 oder keine Ahnung was habe. Richtig fail, I know. Okay, nein, ich will das nicht anhalten. Okay. Nein, ich will nicht. Ja. Und ich kam mir richtig verarscht vor, ne? So, und auf dem linken Auge, das weiß ich, da habe ich auf jeden Fall eine Hornhautverkrümmung, eine starke Hornhautverkrümmung. Und auf dem rechten habe ich sogar eine leichte. Ich weiß nicht von was, keine Ahnung. Richtig behindert auf jeden Fall. Sorry für den Ausdruck. Aber manchmal fallen solche Wörter auch mal. Auch mal mir. Ich weiß, das hört sich auch nicht so schön an. Ich versuche auch normal zu reden. Weil ich bin ja... Also ich war ja auf einer Hauptschule und bei mir waren halt nur... Ne? Ihr könnt euch vorstellen, was für Menschen da waren. Und die haben halt alle so geredet, so Balla oder Alter oder dies oder das. Ihr wisst schon, halt typisch Teenager, ne? Und ich habe mich so dran gewöhnt, das ist nicht mehr normal. Und oh, dann... Ich weiß nicht, man gewöhnt sich dran, man kann einfach nichts dafür, aber ich versuche es immer nicht zu sagen.
dieses Alter, also dieses Walla sag ich nie, ne? Also das auf gar keinen Fall, das habe ich mir auch noch nie angewöhnt oder so, wenn man das so nennt. Sorry, ich komme in Deutsch. Oh, jetzt habe ich die Karre. Die ist aber nicht schön. Leute, ich habe eigentlich voll die schöne, ehrlich jetzt. Ich muss euch die zeigen. Die ist so schön. Habe ich mir geholt. Habe ich mir mal gegönnt, obwohl ich die umsonst bekommen habe. Ey, das ist wieder zu geizig, um Geld auszugeben. Aber was sonst, ne? Was soll man noch verlangen? Okay, warte, ich rufe die Olle jetzt mal an hier, ne? Die soll mir mal schön meinen Wagen bringen. Oder, da muss ich extra zu mir fahren. Ich werde immer reicher. Ich glaube, das ist der. Okay, dann fahren wir jetzt zu mir nach Hause. Oh, ich glaube, ich muss niesen, aber es kommt nicht. Kennt ihr das? Wie, was ist das denn? Ach so, Fahrzeuglieferung. Ach so, ich dachte, der hat mein Auto. Okay, hier ist mein Haus. Mein Apartment. Da fahren wir jetzt auch mal hin. Und oh mein Gott, Leute, was wollt ihr? Sorry, war nicht extra. Das habt ihr nicht gesehen. Das war nicht extra, nein. Okay, ich war voll falsch, aber egal. Kennt ihr das, wenn ihr in GTA Gas gibt und ihr guckt gar nicht mehr auf die Karte, wo lange ihr eigentlich müsst, weil ihr so in eurem Feeling seid, weil ihr gerade so schön Gas geben könnt, ja, dann verfährt man sich immer gerne. Fährt der mir jetzt hinterher oder was? Nein, geh weg, ich will nicht. Hier, ne? Okay, nein, ich glaube nicht. Ich konzentriere mich gerade gar nicht, wo lang ich muss. Das ist voll fail. Egal. Seht ihr? Schon wieder verkackt. Die Katze, die fahren mir hinterher. Das sind voll die Scheiße. Egal, ich sag gar nichts. Ich will keine Beleidigung sagen. Obwohl es mir eigentlich selten rausrutscht. Ehrlich gesagt, nur dann, wenn mich wirklich jemand richtig sauer in GTA macht. Was ist los hier? Hä? Fahr doch! Oh, da war einer. Er hat mich aber nicht umgebracht, zum Glück. Okay, wir fahren jetzt einfach in meine Garage. Und dann holen wir mein neues Auto. Das sieht richtig geil aus, sagt mir eure Meinung. Wenn ihr das auch geil findet, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und was ich auch sagen wollte, ich fand's so süß. Moment, ihr müsst einmal zu meinem Auto hier. Guckt euch das mal an. Ist der nicht geil? Leute, sagt mal bitte, der ist doch geil, oder? Ey, diese Farbe, guckt euch diese Farbe an. Der ist doch nice, oder? Also ich finde den geil, ganz ehrlich. Ich finde den richtig geil. Ich kann richtig gut tunen. Ich bin der Meinung, ich kann richtig gut tunen. Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das so süß finde, dass ihr einfach, keine Ahnung, immer diese langen Texte von euch. Zum Beispiel, ich habe jetzt im Momentan sehr viele depressive, traurige Videos gemacht. Ich weiß. Aber das ist halt nicht nur jetzt, weil ich mich nicht gut fühle oder so, sondern einfach, weil ich halt gemerkt habe, dass es so vielen nicht gut geht. Und ich bekomme wirklich, Leute, ihr glaubt es mir, aber ich bekomme tagtäglich, bekomme ich so krasse Texte von euch, wirklich traurige Sachen geschrieben. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber wirklich kranke Sachen, also für euch, was sehr krank sein könnte, wo ihr vielleicht sagen würdet, oh mein Gott, was ist mit, oh, sorry. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ich hoffe, bitte bring mich nicht um. Die können so scheiße in GTA sein. Ich bin voll nett, ja. Nein, auf jeden Fall, weil ich halt gemerkt habe, es geht so viel nicht gut und keine Ahnung. So, das tut mir halt auch. Also ich kann einfach nicht normale Videos machen, so tun, als ob halt nichts wäre und so einen auf happy machen, wenn ich eigentlich so tief drinne so mein Herz mir sagt, boah, Enya, du kannst doch nicht so deine Community so im Stich lassen. So, ihr seid auch für mich da, wenn es mir nicht gut geht. Und ihr merkt das sofort, wenn es mir nicht gut geht. Auch wenn ich einfach nicht was poste, ihr wisst sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist so krass süß, ehrlich jetzt. Ich kann euch so knuddeln. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum. Genau, wir gehen. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Und dann werden wir fliegen.
ich kann euch nochmal beweisen, dass ich wirklich fliegen kann. Nicht so wie letztens, das war ja kompletter Fail. Ja, ich denke immer irgendwie vom Thema ab. Ich weiß, es ist richtig behindert. Nein, ich wollte halt nur euch sagen und euch wissen lassen, dass ihr halt nicht denken sollt. Was heißt denken sollt? So, dass es halt, dass ich halt das nur für mich mache, um halt meine Sachen immer zu erzählen. Ich erzähle sie, weil ich euch helfen möchte, weil ich, ja. Wie gesagt, ich will euch einfach helfen und versuche es so gut, wie es geht. Und mehr will ich jetzt auch nicht drüber reden, weil dazu werden auf jeden Fall genug Videos kommen und dazu kamen auch jetzt genug Videos und ich glaube, ihr habt auch vielleicht erstmal die Schnauze voll von solchen Videos. Ich weiß, aber wenn ich immer so in, keine Ahnung, ich bin immer so mit Herz und dann muss ich immer voll krass drüber reden, so. Ich muss immer alles rauslassen. Ich weiß, das ist, ich bin halt einfach, keine Ahnung, das ist halt komisch bei mir. Ich muss halt über sowas manchmal reden. Zwar nicht genau über ein paar Sachen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mir ist aufgefallen, dass ich das sehr oft sage. Komm schon. Was meint ihr? Ohne Unfall? Komme ich ohne Unfall durch? Wenn ja, fahre ich mein ganzes Leben. Heavy. Nein! Oh mein Gott, das war so klar. Das war so klar. Was? Oh nein, ich will nicht hier hin. Hä? Voll dumm. Ich wollte zum Flugplatz. Enya, warum? Warum machst du denn so? Viele haben sehr nachgefragt. Hä, war das? Das war kein Deutsch. Das war absolut kein Deutsch, das hat sich überhaupt nicht richtig angehört. Auf jeden Fall haben viele gefragt, ob ich nicht halt Horror-Let's Plays mache. Wie gesagt, Leute, es wurde auch sehr oft nachgefragt, ob ich nicht The Evil Within spielen kann. Würde ich sehr gerne machen, aber das Spiel ist einfach zu krass und es ist ab 18. Ja, ich weiß, geht ja auch ab 18. Aber, ja. Ich mache ja nichts Schlimmes, ich fahre nur Auto, okay? Auf jeden Fall ist das Spiel einfach viel zu krass und nee, das kann ich noch nicht spielen. Also ich werde ja bald 18, dann darf ich es spielen. Ja, dann darf ich endlich solche Spiele spielen. Glaubt mir, Leute, dann ist erst recht geil, wenn ich solche Spiele spiele, Leute. Ich habe so... Ehrlich, ich liebe Horror, ne? Aber ich bin trotzdem ein Schisser. Okay, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Reifen ist nämlich schief. Komm und schief. Auf jeden Fall, bin ich trotzdem der größte Schisser. Ich weiß, das ist sehr unlogisch, obwohl ich Horror liebe. Das macht auch keinen Sinn, ich weiß. Aber trotzdem, ey, ohne Witz, Leute, ich wollte mir auch. Hä, ja, toll. Jetzt will ich mit meinem nicht mehr fahren. Der Scheiße jetzt. Ich nehme mir einfach hier so eine Karre. Was soll ich hier? Ah, genau. Ich wollte mir eigentlich, also ich habe mir auf jeden Fall vor, vielleicht die VR-Brille zu holen. Und dann halt, Resident Evil oder wie es heißt, ne? Weil voll viele das angefragt haben. Und ich finde das so geil. Also die Idee ist einfach so geil. Und ich hätte so Bock, das zu machen. Weil ich kann mir richtig gut vorstellen, das wäre unnormal lustig, Leute. Unnormal lustig wäre das. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil ich erschrecke mich zu Tode. Ich weiß nicht, aber ich erschrecke mich so krank. Ich merke, meine Nase ist zu. Ich bin auch ein bisschen krank. Deswegen passt das auch. So. Warum mache ich... Oh, das ist so behindert hier. Weil ich weiß nicht, immer so GTA ist ja auch ein bisschen langweilig, oder?
Ich meine, ich mache ja auch nichts Besonderes hier. Ich kann ja auch nicht viel machen. Ich würde am liebsten hier, weiß ich nicht, Leute tot schießen oder so. Das habe ich nicht gesagt. Das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt, das war nicht ich. Das habt ihr auch nicht gehört. Keine Ahnung, was da jetzt gerade war. Auf jeden Fall würde ich das halt schon gerne machen, aber ich möchte halt nicht, dass das Video gesperrt wird, was eh der Fall sein könnte, weil es halt ab 18 ist. Aber egal, wir wollen jetzt auch nicht näher drauf eingehen, bevor das wirklich noch gesperrt wird und einer so drauf achtet. Auf jeden Fall, ich bin natürlich 18, ne? Klar. Lieferwagen. Hä, warum ich? Ich will... Bin ich in diesem Motorradclub oder was? Da fliegen wir einfach mit einem Hubschrauber. Anstatt mit einem Flugzeug. Das ist nur dieser komische Propellerscheiß. Mit dem will ich nicht fliegen. Und ich habe kein eigenes Jet. Die sind mir viel zu teuer. In GTA 5 auf PS3 hatte ich übrigens den goldenen. Ja, ich hatte den goldenen Jet, Leute. Ja, ich war Banze, hör mal. Ich war richtige Bonze. Nein, ich wollte das nicht anmachen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber wir können trotzdem Unruhe stiften. Man sieht ja nichts, ne? Ich schieße ja nur. Ich will Polizei haben. Warte. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen tiefer fliegen. So. Kommt her. Ich schieße euch alle kaputt. Das hört sich so witzig an, wenn ein Mädchen sagt, ich schieße euch alle kaputt. Das kann man ja nicht ernst nehmen, oder? Vor allen Dingen ihr Jungs nicht. Oh mein Gott. Hä? Das ist voll scheiße, die Steuerung. Nein. Hallo. Hä, ich krieg keine Polizei oder was? What the fuck? Warum nicht? Why? Komm, wir gehen uns jetzt eine Maske holen. Ich habe jetzt Bock auf eine Maske. Okay, das war ein bisschen fail. Egal, wir sind gut gelandet, würde ich sagen, oder? Guck mal, die rennen alle weg, seht ihr? Die haben alle Angst vor mir. Ey, was? What the fuck? Was war das denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Holy shit. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, jetzt muss ich so weit da hinten rennen. Habt ihr einen schönen Popo, oder? Hab schon Style. Die haben so lustige Masken, ey. Das ist nicht mehr normal. Wir gehen jetzt mal gucken, was sie so alles da haben, ne? Dann wollen wir ja mal sehen, was da für Masken sind. Da sind wir schon. Dann holen wir mal so eine Maske. Yay! Hallo! Wie Hüte? Ich will keinen Hut. Nee, ich will eine Maske. Hallo! Da, Maske. Tiere. Jetzt sehe ich aus wie mein Hund. Vor allem ich, ne? Ja, alles klar. Das ist nur ein Spiel. Mann! Sieht auf jeden Fall sehr nett. Hier, den habe ich schon. Schön, oder? Also, ich finde den süß. Guck mal, die Glubschaugen. Ah, ja, klar. Enya. Also, ist doch hübsch, oder? Ma. Ja, genau. Mein Gott, das sieht so creepy aus. Stell mal vor. Ja, oh mein Gott, wie süß. Guckt euch das an! Wie süß ist das denn? Aha, oi! Oh ne, die ist hässlich. Oh nein! Das war echt süß. Ja, die sind uninteressant, Biker. Okay, wird mir gar nicht angezeigt. Oh, das erinnert mich an so einen Film. Wie heißt der nochmal? Ah, komm schon, warte, wie heißt der nochmal? Ihr wisst, glaube ich, welchen ich meine, oder? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Genau, The Purge, The Purge. Yo, jetzt habe ich's.
Da haben die doch auch solche Masken, ne? Boah, wie geil ist das denn? Hä? Gott, das sieht so krank aus. Stell mal vor, in echt kommt einer so zu euch. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich hab so Angst vor Clowns, ne? Ach du Scheiße. Das sieht nicht gesund aus. Oh ne. Oh ne, das sieht hässlich aus. Das sieht. Oh ne, I don't like this. Kultur. Evil. Sieht aus wie ein Evil. Boah. Das erinnert mich an diesen Film. Warte, wie ist der nochmal? Insidious, genau. Ah, und diese Baseball-Dinger da. Das erinnert mich immer an Michael Myers. Wurde wahrscheinlich auch so gemacht. Ist auch damit gemeint, denke ich mal. Oh, was ist das denn? What the fuck? Was soll das darstellen? Ein außerirdisches Seemonster. Ja, natürlich, Enya. Frankenstein. Das sieht doch nicht aus wie ein Vampir. Das sieht aus nach einem Troll oder so. Keine Ahnung. Aber doch nicht nach einem Vampir. The Walking Dead. Ach, das ist eine Mumie. Ah, da jetzt, okay. Ah, Ski-Masken. Auch nichts Besonderes. Taktisch. Alles auch nichts. Valentinstag. Valentinstag. 50 Shades of Grey, ey. Geil. Maskenball. Maskenball. Aber das ist doch nicht Amor. Mein Gott. Oh, 50 Shades of Grey. Nein, wir wollen keine Maske. Sorry, musste sein. Warte, was passiert? Kann man da eigentlich noch holen? Boah, jetzt bin ich. Aha. Tot. Leute, kommt, das war jetzt eine Ausnahme. Ich darf auch mal. Ich schieße nie. Ich benehme mich immer. Extra für euch. Okay, scheiße, jetzt kommt die Polizei. Und wir feiern heute Nacht, bis die Polizei kommt. Wie komme ich jetzt eigentlich auf dieses dumme Lied, ey? Das ist doch von K1 oder so, ne? Okay, ich fliege jetzt ganz schön mal weg hier. Ich existiere nicht. Haha, die kriegen mich nicht. The fuck? Oh mein Gott, guck mal, wie ich fliege. Ja, das ist nicht gesund. Das würde ich lieber nicht machen. Obwohl es ganz... Oh, es klappt eigentlich hier. Seht ihr, wie gut ich fliegen kann, obwohl ich so doof spiele? Komm, ich flieg da jetzt oben drauf. Ich muss da jetzt richtig drauf landen. Ja, so kann ich niemals drauf landen, Fräulein. Und was mit da? Ich will da drauf landen. Hallo. Nein. Hey. Was ist das? What the fuck? Ich will runterspringen. Okay, nein, wir nehmen einfach hier dieses hohe Gebäude. Wo ist das nochmal? Da, 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 da. Das ist das doch, oder nicht? Nee, da. Da. Ah, ich hab's. Hoffentlich habe ich auch einen falschen. Ah, ne, den gibt es ja, glaube ich, da oben.
Oh, jetzt dauert das wieder jahrelang, bis man irgendwie da angekommen ist. Ah, jetzt geht's doch schneller. Okay. Langsam? Ah, nee, da ist das höchste Ding. Genau, jetzt weiß ich wieder. Seht ihr das vor mir, dieser Turm? Da, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Oh Gott. Leute, seid ehrlich, das ist doch geil, ey. Wenn das schon in GTA so geil aussieht, dann will ich gar nicht wissen, wie das in echt aussieht. Echt jetzt. Boah, ich will unbedingt nach Amerika, ne, Leute. Ohne Scheiß, unbedingt. Oh mein Gott. Ich träume immer davon, deswegen spiele ich immer GTA, weil ich einfach immer sehe, so, ich will einfach immer so in dieser Welt sein. Ich weiß, das ist zwar nicht genau so gemacht, aber ey. Hallo? That's beautiful. Okay, ich würde sagen, wir springen einfach jetzt runter. Hiermit verabschiede ich mich. Das wird jetzt das der Schluss sein, in dem ich halt runterspringe. Ich habe euch ganz dolle lieb. Hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt heute nicht so viel gemacht habe hier. Wie gesagt, könnt ihr mir auch mal Vorschläge machen. Nein, noch nicht runter. Ihr könnt mir auch einfach Vorschläge machen, was ihr so sehen wollt, was euch interessieren würde. Oder was man in GTA so machen kann. Wo ich fallen wir hier fast cool. Well, genau, ist klar, Enya. Mhm, ja. Jo. Klar. Verliert ja nicht ihr Gleichgewicht oder so. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Und hab euch ganz doll lieb und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Komm, wir fliegen schnell hier runter. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss.